24 Jahre haben die Menschen darauf gewartet. Der Moment der Erlösung. Deutschland ist zum vierten Mal Weltmeister. Im Finale gegen Argentinien setzt sich die Mannschaft von Joachim Löw mit 1:0 nach Verlängerung durch. Grenzenloser Jubel auf der größten Fanmeile Deutschlands. In Berlin brechen mit dem Abpfiff alle Dämme. 113. Minute. André Schürrle behauptet sich stark auf der linken Seite. Mario Götze stiehlt sich im richtigen Moment davon. Dann die Flanke. Götze nimmt den Ball mit der Brust an. Sein Volley absolut weltmeisterlich. Ja, ein bisschen hat man Angst gehabt, aber dann, da kam Mario Götze. Und dann haben wir 1:0 gewonnen, jawohl. Jetzt haben wir es geschafft, wir haben den Pokal. Wow. Das Spiel war einfach nur geil. Ja, Mann. Man weiß nicht, was man sagen will. Wir sind Weltmeister. Wir haben es einfach geschafft, wir haben es verdient. Voilà, der Wahnsinn. Deutschland hat Geschichte geschrieben. Der erste Weltmeister aus Europa, der sich auf südamerikanischen Boden durchgesetzt hat. Nach 1954, 1974 und 1990 darf sich die DFB-Elf nun endlich den lang ersehnten vierten Stern auf das Trikot nähen lassen.